Ich glaube, ich habe mal ein Peterbilt mit ein paar 80% Schaden ins Ziel gebracht und mit Sekundenschlaf und allem. War das nicht damals, wie dir die Tastatur, die Batterie von der Tastatur ausgegangen sind? Weiß das gar nicht mehr. Das war auf alle Fälle eine ziemlich geile Folge. Das war Singleplayer, ne? Logischerweise. Ja, das war Singleplayer schon lange her. Oh, die war richtig geil. Ich habe so unterm Boden gelegen. Unterm Boden sogar schon. Auf genau. Natürlich. Und es gibt auch sogar Leute, die haben auf ihren Hoden gelegen. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, ich höre hinter mir, entspannt, wie, ey. Das wie Haralds ja so Motor entspannt. Kotzt. Und röchelt. Gar nichts röchelt mein Motor, das bin ich. So wie da Darth Harald, ne? So. Meine Güte, sorry, ich musste bremsen hier. Der Typ vor mir, der macht hier gerade so ein paar Sachen. Ja, ja, Darth Harald passt dir sogar. Luke, ich bin dein Vater. Nein! Haben wieder. Das ist gut. Also Dark Harald, jetzt weißt du es. Ja, aber hat das jetzt tatsächlich Dark. Etwas mit Star Wars zu tun, dass dein Sohn Luke heißt? Ja, ja. Okay. Und mit Lucky Luke auch, also das ist. Achso, okay. Lass mich raten, deine erste Tochter heißt dann Lea. Es wird keine erste Tochter geben. Ach so. Wenn du mal ein Kind hast, dann hast du genug. Richtig. Ich meine, es gibt Verrückte, die werfen ein zweites hinterher, weil sie glauben, die könnten sich dann miteinander beschäftigen. Was glauben denn die Leute, die 8 haben? Aber bei Kindern weiß ich nicht. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Bei Van City funktioniert es auch. Ich denke mal, was denken sich Leute, die dann 8 Kinder haben oder 10? Ja, vielleicht klappt wir haben die Hoffnung nie aufgegeben. Nicht an Kondome und ähnliches. Ja gut, was, wobei Kondome? Natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass unter 8 Geschwistern 2 sind, die sich einigermaßen leiden können, ja nicht ganz so gering ist. Ja. Ja. Von unter 8 Kindern ist ein Kind, das mir die Pension sichert. Oder? Außerdem kannst du heutzutage mit 8 Kindern einfach ins Fernsehen gehen und dann machst du eine Show. Ja. Ja. Oder eine Serie. Oder du fängst an zu singen. Bis der Vater die Schnauze kommen. Voll hat und auszieht. Ich kenne mich aus, Freunde. Mit Trash-TV. Oh, Harald sein. Also es klingt gerade so, als würde Harald den Gang nicht reinkriegen in seinen Truck die ganze Zeit. Ich glaube, Gooden hat ihm doch ein bisschen Getriebesand reingetan. Ja, ja. Du musst mal ein bisschen gröberen nachfüllen. Boah. Ach ja, kam's überraschend, dass wir hier anhalten oder was? Aber der ist gerade da drängt sich einer vor. Er wollte umsatteln auf Gleisverkehr. Dennis! Der Fairy Tail ist gerade durch alle durchgefahren da vorne. Das ist ein Hacker! Ja. Mindestens. Der ist Scheiße. So, zum Glück gibt's nur ein Ziel, ich kann mich nicht verfahren, sehr gut. Ist das hier ein Non-Collision, Jan? Wieder rechts, okay. Ja. So, da ist der Frenkel. Fahren wir gleich nach. Das ist ja alles perfekt getimed hier. Als hätten wir es geübt. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich habe den Anschluss nicht ganz verloren. Ich bleib jetzt hier vorne gleich am Ausgang, glaube ich, stehen, damit alle aufschließen können. Bis alle mal wieder da sind. Jo. Ja. Dann könnte die Ladepause jetzt etwas länger sein. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Jo, er lädt. Lülülül. Können wir erstmal ein Schlückchen trinken in die Prostata? Nein, Motor 4 Funktion. Ach, Rock Talks? Ja. Kurze Information: Wir haben Rechtsverkehr. Ja. Oh ja. Ja, wieder Rechtsverkehr, endlich. Ja, und jetzt fährt er dann auch links. Für Trinity, oder? Und Darcy wird auch froh sein, dass er wieder auf der richtigen, oder halt wieder auf wir haben heimischen hier nur, Boden ist, sozusagen. Das hier ist Einbahnstraße, Harald, hier dürfen wir auf beiden Seiten fahren. Doch trotzdem gibt es da ein Rechtsfahrgebot. Was machen wir hier? Ach, hier steht er. Ja. Der wird doch warten. Achso. Ja, ich bin eben gerade vom Zug runter. Ich komme jetzt auf die Dingensstraße da. Guck mal, Harald, der sich vordrängen muss. Wollt ihr jetzt nach Dingens rein, nach Calais rein oder nicht? No. Na gut, dann. Bremsen. Können wir ja kurz Karte gucken. Ich meine, ihr könnt auch langsam schon losfahren, wenn ihr euch bewegt. Also wollt. Später fahren wir auf jeden Fall laut meiner Karte an Reims vorbei. Da könntet ihr. Und fahr mal durch den Harald. Und ich habe viel Landstraße durch? Auf meiner Tour nach Zürich. Da sie fährt auch durch, Trinity fährt dann auch durch und dann passt es wieder. Ja.
Fährt jemand von euch eigentlich mit Facecam außer mir? Nö. Nein. Nö. Nein. Sehr gut. Aber so generell meine bin ich sowieso nicht so ein Freund von Facecam. Meine hässliche Fratze muss keiner sehen. Habe ich gerade gesagt, hab so ich gerade Facecam gesagt oder habe ich gesagt Facebook? Facecam. Facecam. Okay, dann passt. So, ich bin dran. Ich bin dran. Trinity Facebook. Da wird mich keiner assimilieren mit dem Zeug. Das ist gute Werbung. Die Sache ist ja die, ich habe ja nun auch hier so einen Kanal-Reboot vor und da will ich ja auch tatsächlich ein bisschen was mit Facecam machen, beziehungsweise mit Webcam und Vlogs-Kram, aber ich weiß nicht, bei jedem Spiel eine Facecam dabei, muss das sein? Nee. Nicht. Vor allem die Dinger sind sau teuer. Ich habe eine für 20 Euro gekauft, die hat so grütze Qualität. Ah. Also da musst du schon richtig tief in die Tasche greifen. Ach, naja, gut. Ich mache inzwischen, also ich habe bis jetzt ein paar Mal gemacht, aber ich so gemacht, ich habe einfach eine GoPro auf ein Stativ hingestellt und damit aufgenommen. Ist ja natürlich günstig. Die ist ja billig, ja. Ja, ja. Ja, die hatte ich schon, die hatte ich sowieso daheim. Ja, klar. Nee, aber ich finde jetzt so, sag mal jetzt Eurotruck-Simulator, wenn da nichts passiert, dann passiert halt nichts und dann ist Facecam noch langweilig. Mhm. Die Leute wollen es halt haben. Ja, klar. Beim Horrorspiel, ja, da kann ich es gut verstehen, da würde ich das auf alle Fälle auch machen, oder? Flugsimulatoren, wenn ich da fast meinen Steuerknüppel abbreche, ey. Dann bin ich jetzt eigentlich richtig hier hinterm Darcy oder was ist jetzt hier? Dann eigentlich müsstest du hinter Trinity sein. Ah ja, Trinity müsste noch hinter mir. Und wo ist die? Hinter mir? Hinter dir, ja. Ja, bei mir leckt's auch gerade. Man muss sie mal kurz überholen. Und zwar am besten jetzt. Alter, ja, Scheiße, ey. Erstmal hier stilvoll die Kurve kriegen. Ich hau wieder den Tempomaten rein. Weil ich sehe gerade, ich habe ein kleines bisschen Überbreite. Ja, du hast einen Top-Trailer besorgt. Nee. Ja, oder bei hier steht einer auf der linken Spur, vorsichtig. So Sportspiele, was weiß ich, also wenn ich Basketball irgendwie NBA spiele oder sowas, das wäre geil, da gehe ich immer ab wie Luzi. Das ja, Luzi. Luzi, da hat einer gut geparkt. Motor-Fehlfunktion! Luzi, ja, das kann ich nicht überholen. Hat auch freien Parkplatz gefunden. Bin dabei. Ich pirsch mich langsam an den Harald ran. Ich glaube, wir sollten sowieso mal stehen bleiben, die anderen kommen nicht nach. Doch, okay. Spur steht einer. Ja. Ich fahre jetzt hier rechts ran direkt. Stimmt, ich sehe hinter mir gar keinen mehr. Doch, ich bin, also ich sehe dich noch, aber... Echt? Ja, ja, ich komme gerade auf die Autobahn drauf. Okay. Ich komme wieder in die falsche Richtung. Achtung, links steht einer auf der Autobahn. Mr. Takunaki kommt gerade an. Und, möchte vielleicht Sushi aus irgendjemandem machen, das... Oh, gerade noch so gebremst, alle bereit? Nein, die Trinity muss doch vor mich. Ja, aber du hast mir keinen Platz gelassen, oder? Natürlich, da kannst du mal locker einparken. Was denn? Wo seid ihr jetzt eigentlich hin? Ihr seid jetzt Richtung diesem Autobahnkreuz da, Richtung Paris oder was das da ist? Nee, andere Richtung. Sofort, wenn du auf der Brücke bist, sofort wieder rechts runter. Okay. Rechts runter, ja. Nee, geradeaus. Also wir bist jetzt schon an einem Autobahnkreuz, da fährst du geradeaus. Ich bin hinter Spielbär, hier jetzt gerade stehe ich. Ja, dann... Stimmt so. Dann sind wir doch alle wieder komplett hier, Leute. Ja. Wir sind alle zusammen. Haben wir. Jo, jetzt können wir erstmal einen Kreis bilden und ums Lagerfeuer tanzen. Genau. Also jetzt hier gleich rechts runter. Nee, ja, geradeaus. Geradeaus. Okay. Dann ist ja alles noch nach meinem Achtung, der Kollege möchte überholen hier. Der kann fahren. Shalom, Friede auch sei mit dir. Hast ja nochmal Glück gehabt, ne? Ja. Der, der heißt erstens RLP und dann... Ach nee, Quatsch, das ist der Rockdogs. Okay. Laut meinem Navi müssen wir jetzt links, rechts weg. Aber der RLP geradeaus. Hat mich gewundert. Okay, geradeaus in dem Fall. Weil ich meine, mein Ziel ist, war das Naki wirklich. Fährt hier ganz komische Dinge. Ja, der fährt genau auf der Mitte. Aber er wünscht uns Frieden, das ist doch schön. Was? Ja, er hat Shalom gesagt, also geschrieben. Also er heißt Shalom. Ach so. Jagen wir jetzt aber mal über den Asphalt hier. Was ist denn hier schon wieder los? Leicht touchiert gerade. Was? Nichts gemerkt? Ja, dann ist ja gut. Dann war gar nichts, war gar nichts. Wer ist ein Letzter? Wer ist ein Letzter? Wer muss ihn überholen? Ich bin das Letzte, aber ich möchte nicht überholen, weil dann beschwert ihr euch wieder, dass wir nur 30 fahren und so. Das ist mir scheißegal, du überholst jetzt. Okay, wenn ich da vorbeikomme. Ich hau mal den Tempomat bei 60 rein. Dann ja, du bist Meter, ja nicht ganz vorne. Motor. Ich hab Tempomat Linksbums 70 im Moment, Funktion. Soll ich noch langsamer? Ja, ja, der Doc soll ja überholen. Ja, so, ich versuche halt erstmal überhaupt ranzukommen. Also bitte geh Stockgeschwindigkeit. Okay, Tempomat 50. Ja, ich habe jetzt hier gerade auf 90 und schneller geht ja nicht. Der bremst schon wieder.
Ja, ich komme halt. Von hinten kommt halt auch leider ein LKW, der an mir vorbei möchte dann wahrscheinlich. Der spart Sprit, das ist super. Dann hat er Pech gehabt. Zieh jetzt durch hier mal. Du jawohl. Hier. Jawohl, Chef. Bin gleich neben dir, Chef. Muss noch jemand aufs Klo? Da kommt eine Tanke. Nee, ich hätte gerne ein Eis. Ich muss Lulu. ich übrigens auch. Sind wir schon da? So. Mach's wie die Astronauten. Einfach der kleine Rockdox möchte im Kinderparadies abgegeben werden. Der kleine Rockdox möchte im Messerparadies abgegeben werden, bitte. Oh, das wär's doch, oder? Ja. Okay. Das sieht irgendwie total gefährlich aus, was du da machst. Ja, das ist Ladung. Auch gefährlich. Und ich komme jetzt auf einmal an der Trinity nicht vorbei. Die will mich nicht vorbeilassen. Hä, was? Du bist doch... Huh? Ja. Oh, da ist einer hinter dir. Warte mal, ich fahre mal mit dieser Penisprothese angefahren da. Fast ja, doch, Gas geht, Gas. Ja, ich fahre doch Seite. 94 laut meinem Tacho. Warte mal, ich mach mal langsamer. Darcy und Guten fahren zwar ein bisschen davon, aber das macht ich fahr knapp über 60. Was ich nicht verstehe, ist, warum der Doc sich beschwert, dass er nicht an Trinity vorbeikommt. Er ist ja an mir noch nicht mal vorbei. Jetzt wieder nicht. Der Doc und seine Rakete. Da drängelt sich gleich einer vorbei, Balu, der wird schon ihn bekloppt. Sollen wir hinten Feuer machen? Ja. Doch, vielleicht hast du da ein bisschen Antrieb mit deinem Raketensilo. Der kommt so viel hupen, wie er geben wir es jetzt. Da ziehen wir einfach mal schnell raus vorher. Ich fahre hier jetzt so lange, bis ich an Trinity vorbeikomme auf der Überholspur und dann ziehe ich mal kurz rein, dann kann er vorbeifahren und dann ziehe ich wieder raus. Come on, Doc, come on, du schaffst Doc, das. Doc, du schaffst Doc, das. Doc. Also... Ja, komm. Also nach meinem Rückspiegel bin ich. Jetzt hat er gebremst. Wow. Das war leck. Ja, ich geb doch Gas. Der andere Typ hat auch voll auf die Bremse getreten. Ja, dem Doc so leck, komm ich wieder nicht nach. Also nach meinem Rückspiegel bin ich vorbei, Trinity. Noch nicht oder noch? Motorfehlfunktion! Motorfinish! Ist von mir überhaupt was? Ich seh's gar nicht. Ich bin gerade in der Außenperspektive, Frontansicht nach hinten. Ups. Ah, jetzt fährt er wieder. Wie schön. Du ziehst also rüber, da bin ich doch. Naja, ich war doch längst vorbei. Bei mir nicht. Spielbär, du kleiner Spritzer, du kannst dich aber überholen hier. So. Er hat's geschafft. Apu. Er hat's geschafft. Ja, er hat's geschafft. Ja, das ist. Ja, alter Mann ist, ne? Kein Scania oder so ähnlich. Ja, der kauft den Scania, ey. Ich hab einen Scania. Der kauft dann MAN. Der kauft dir was anderes. Ich hab sogar einen lecker V8. Oh, da kommt ein Harald angeschossen. So, theoretisch müsste ich jetzt auf 70 abbremsen hier, aber das mache ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt einfach weiter. Nein, bitte nicht. Vorne vor waren aber noch Guten und Darcy, ne? Ja. Ja. Die sind verschwunden. Wir mit 62 km/h. Ja, wir könnten in Lilly einkehren, zwecks Reparatur. Lilly Marlene. Ja, entscheide dich sofort, jetzt. Ah, Schnickschnack. Nuck. Werkstatt ist für Luschen. Okay. Morgen, ihr Luschen. Okay, Otto ist für 14 Tage gebannt. Adios, Otto. Ciao, Otto. Aber was ist denn jetzt mit Doc? Ist er jetzt dann endlich ganz vorne? Weil wenn er nämlich nicht vorne ist... Nee. Aber jetzt ist er doch kein Land. Vorne, oder? Nee, nein. Bei Darcy und Guten komme ich nicht dran. Weil aber jetzt bist du dann vorbei, oder? Nee, noch nicht ganz. Ich glaube, die zwei wollen auch nach Mexiko durchbrennen, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Auch wieder Finger pro und dann knapp über Mexiko. 60, also. Ja, dann macht halt mal ein bisschen langsamer, Kinners. Noch also langsamer. Ich sehe euch noch nicht mal. Wir sind aber immer noch auf dem gleichen Server, ja? Irgendwie hat sich so, wir sind dann jetzt in Nürnberg. Ich gehe mal in die Außen. Ich höre dich aber. Ja, ich weiß, ich hab jetzt so ein USB Plug-and-Play-Mikro und ich habe jetzt so angezogen an dem Controller, dass ich bremse, dass ich das Kabel vom Mikro rausgerissen habe. Man kann mal zum Glück wieder einstecken. Ach, der Rock Talks muss wieder einen wegstecken, ey. Ich glaube, ich habe da gerade hinten einen Trailer gesehen, der einem von euch gehören könnte, theoretisch. Gleich also, am Autobahnkreuz links. Guten oder? Und Darcy, ihr könntet auch mal bremsen. Der Darcy fährt irgendwas Orangenes. Ja. Ja, und das ist wirklich in der Außenperspektive scheiße. Doc, in der Ostperspektive ist alles scheiße. Ja. Aber, wenn wir in Nürnberg sind, könnten wir doch mal nach Arlheim fahren. Ja, versuch du mal erstmal mit nach Nürnberg Brüssel zu kommen, ist die das richtige ist ja noch ganz Richtung, schön weit. Ne? Wir müssen nach links müssen wir weg, ja? Richtig? Oder? Nein. Geradeaus weiter? Doch, links, ja.
Links, also wir müssen irgendwie nach links rüber, kann aber sein, dass man rechts raus muss erst. Ja, ja, klar. Passt schon. Okay. Sag mal, Doc, hast du es jetzt? Hast du es jetzt? Hast du es jetzt? Ich sehe die noch nicht mal. Meine Fresse, ey. Das sind solche Quertreiber da, die zwei. Da vorne, ja. Ich glaube, ich habe da das ist wie so ein die Kurve. Ja. Ja, sagt der ganz vorne ist. Nicht aber ich fahre nur 63. Ja, dann fahr halt ich glaub, mal nur 33. Ich fahre halt hier mit Tacho 90. Ich fahre nur mit 50 durch die Gegend. Hi, Darcy. Ja, ich habe den Darcy gesehen. Ich seh dich. I see you. Ich bin jetzt oben auf der A2. Ja, ja, da kommen wir jetzt auch gleich hin. Wenn wir nicht so kriechen würden. Jetzt kommt hier gleich ein Parkplatz. Wenn wir nicht so kriechen würden. Ich fahre hier mit Vollspeed und quietschenden Reifen. Auf zwei Reifen fahre ich hier nur durch. Ja, ja, pass mal auf, ey. Ich hab beim Train Simulator habe ich es geschafft, mit durchdrehenden Reifen anzufahren. Das muss ich erst mal hinkriegen hier. Das muss erst du, das habe ich aber auch schon. Ich habe den 14er gespielt, der unterscheidet sich eigentlich überhaupt nicht vom 15er. Außer, dass ein Tutorial drin ist. Und da habe ich es regelmäßig geschafft, dass ich in Gleis